Hi und willkommen zurück zu Pokémon Quest. Wir haben ein Fukano als neues Pokémon und auf Level 38 sogar. Ja, moin. Also, mir wurde in den Kommentaren gesagt, Kai, nimm unbedingt ein Feuer-Pokémon mit auf die Reise. Weil es nämlich ziemlich gut die Gegner verbrennen kann. Und wenn man sich das hier anguckt, scheint das auch zu stimmen. Ja? Krass. Ich überleg's mir. Ja, mit den Anfangswerten kann ich eh nicht so viel anfangen, aber... Oh, da ist noch ein Fukano. Ja, moin! Mit den Anfangswerten kann ich eh nicht viel anfangen. Diese 100 Angriff und KP, die werden eh alle upgeraced durch die... Ja, wunderschönen, Perks, die ich denen gebe, den Pokémons, ja, das ist ganz klar. Ja, was heißt Perks? Aber halt diese ganzen Steine, ja, die ich auf die Perks setze. So, apropos Perks. Erstmal gucken, ob, ja, okay. Wir gehen mal ganz kurz ins Team und ich darf ihn sasen. Ich habe wieder sehr viel offscreen trainiert und auch natürlich Steine gefarmt. Ihr seht das hier schon, ich raste vollkommen aus. Ja, in diesem Sinne, moinsen. Ja, da macht mein Windows gerade wieder Probleme, weil es irgendwie eine dritte Festplatte erschaffen hat. Aus irgendwelchen Gründen und die ist jetzt so gut wie leer. Ja, was soll ich denn dafür können? So, das... Meine Güte. Naja, Rudingus. Zack. Dann geben wir Pikachu noch eben diesen Stein und diesen Stein. Und schon sieht die Welt ja wieder in Ordnung aus bei Pikachu. Ja, auf jeden Fall. Ist gönnbar ja wohl. Ja, ja, schön. Und jetzt haben wir das gleiche Spiel bei Tauboga. Zack, hier ein guter Stein draufgesetzt. Hier ein guter Stein draufgesetzt. Und dann würde ich fast schon sagen, hier, gönn dir. Gönjamin. Aber ihr seht, Alter, wir haben einfach so gute, so viele, ja, Steine. So viele gute Herzensteine bekommen. Beziehungsweise ich. Ich habe sie auch gefarmt, ne? Das ist ja ganz klar. So. Okay. Auf zu Onyx. Mal gucken, ob wir ihn auch ein bisschen pushen können. Ja, guck mal an hier, du kleines Schwein. Gönn dir doch jetzt mal was richtig Schönes. Dann noch der hier. Und dann würde ich sagen... Ach, guck mal. Hier ist noch ein etwas besserer Stein. Ja, ich habe echt sehr krass gefarmt, ne? Also, da habe ich mich nicht lumpen lassen. Sagen wir mal so. Der Rest kann aber weg. Darauf habe ich natürlich auch bis zum Part gewartet. Ja, ich wollte das jetzt nicht offscreen machen. Nicht, dass ihr noch denkt, wo sind die ganzen Steine hin, Kai? Hallo? Ah, das hätte ich jetzt aber ganz gern mal gesehen, wie du die wegwirfst. Ich weiß, ist sehr spannend, ne? Ist klar, ja. Moin. Kennt man. So, jetzt ist die Frage, habe ich irgendwelche guten Steine weggeschmissen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Na komm, auch weg mit denen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch mal hier die Töpfe auf. Ich glaube, ich habe noch ein paar Töpfe im Angebot, die ich öffnen kann. Ja, moin! Stimmt, einmal hier nämlich der Silbertopf. Und da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. XL-Portion, 2 Sterne Kubosuppe, vielleicht kommen sogar 2 Pokémon her. Mal gucken. Mieser Flor, Knosp. Ein mieser Sabel, kleiner Bruders! Level 64! Ach du Scheiße! Rankenhieb? Und Tackle! Wow! Ja, moin! Also, ey, ohne Scheiß, wenn ich das jetzt nicht mitnehme, bin ich auch übelst behindert. Das muss ich jetzt. Ja! Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was hast denn du für ein... bist du Käferpflanze oder so? Ey, das wäre geil, wenn du Käferpflanze wärst. Aber wow. So, hier haben wir blauen Kubosaft. Und hey, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich ein Psycho-Pokémon, eine Psychosuppe. Hallo? Ich wollte eigentlich eine Kubosuppe in Sachen Psycho generieren. Was soll das denn? Hallo? Geht's noch? So, Rettern, was bist du? Was hast du drauf? Komm ran. Mhm. Auch nicht so viel Besonderes. Ja, Schlammbombe sieht
geil aus, so. Ich kann auch jeden Angriff oder das Leben ganz gut pushen, aber ey, jetzt bin ich bin gerade echt sehr, sehr auf Bisasam fokussiert, weil ich denke auch, dass seine Perk-Slots übertrieben full sein müssten, ja? Wir packen ihn mal anstelle von Tauboga rein. Klar, jetzt senkt sich unser Wert um einiges, aber ey, ist mir egal, wir klicken auf Bisasam, geben ihm natürlich diverse Steine und da war natürlich der Fehler, ja, hätte ich nicht wegwerfen dürfen, ne? Ich hätte meine ganzen Steine nicht wegwerfen dürfen, weil das ist jetzt der große Fehler dahinter. Voiceness. Aber wir hätten dann einfach ein Bisasam-Floor. Wir könnten jetzt schon das Bisasam-Floor erschaffen. So, im Prinzip, ja. So, hier packt man Expansionsstein drauf. Mhm. Moinsen. Ja, und dann gehen wir mal mit dem guten Bisasam auf die Reise, nicht wahr? Kurz mal gucken, was es für Werte hat. 1312, Alter. 2 natürlich, ja. Wir könnten sogar noch einen Härtestein und einen Kraftstein oder ich glaube sogar 2 Härtesteine anlegen. Ey, ohne Scheiß, das nehme ich jetzt mit. Vor allem, wenn sich Bisasam noch entwickelt. Was ist denn da los? Na gut, Brutz, ich würde sagen, Moinsen. Wir gehen hier rein, ja? Auf geht's. Direkt mal gucken, was der Rankenhieb so an Schaden erzeugt. Und was es überhaupt für eine Art Attacke ist. Oh, okay. War ganz in Ordnung. Ja. So, weg mit dem Myrapla. Ja gut, der Schaden ist ja natürlich gewöhnungsbedürftig, aber liegt auch daran, dass nämlich der Wert von dieser Sam relativ low ist. Der Angriffswert natürlich. Aber Gönjamin. Ich meine, vielleicht hält Bisasam sogar noch einiges aus. Und ey, das Ding ist sogar... Klar, so ein Level 60 Bisasam wird sich jetzt nicht nach einem Kampf entwickeln. Oder leveln. Das wird wohl ein bisschen dauern. Bis es sich halt leveln lässt. Oder bis es ein Level abmacht. Ich glaube, das hat schon seine Zeit, bis Bisasam Level abgeht. Da muss ich geduldig sein. Das ist ganz klar. So. Das Ding ist, wir haben jetzt ein bisschen Schaden gefressen. Das ist aber auch ganz klar. Wir sind da schon etwas unterlevelt hier in diesem Gebiet. Also moin! Wir kommen drauf da jetzt. Okay, also der Rankenhieb macht halt wirklich gar keinen Schaden. Wir müssen jetzt gleich echt mal gucken, dass wir einen guten Kraftstein an dem anlegen. Sofern wir einen finden. Würde ich es nämlich sehr celebraten, ja. Wisst ihr, was noch geil gewesen wäre? Irgendwie so Absorber oder sowas oder keine Ahnung. Irgendeine KP-stehlende Attacke. Wäre übelst geil gewesen. Aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Ja? Das ist ja ganz klar. Man kann nicht alles im Leben bekommen, was man will. Stirb doch, Alter. Los jetzt. So, jetzt kommt's zum Bosskampf und sowohl Bisasam als auch Pikachu sind kurz vorm Tod. Und da will ich natürlich ein bisschen gucken, dass ich deren KP noch auffülle. Bevor es jetzt zum Bosskampf gegen, ich glaube, Gifloor kommt, oder? Wird es Gifloor sein? Ich bin mir relativ sicher, so viele Dufloors und Myraplas wie hier, ja. Ja, moin! Ein Gifloor, Bruders! Ja. Das Ding ist, wir können sogar ganz gut Step erzeugen mit dem Rankenhieb. Das ist ganz nice. Nur in diesem Pflanzengebiet wird das wohl nicht so viel bringen, was? Komm schon. Komm schon. Kill sie nun. Scheiße. Okay, jetzt ist das Ding, komm, Onyx,
Mach Skiflor kaputt. Los jetzt, Alter. Wir können es schaffen. Wir haben das Potenzial. Das Ding ist, das Skiflor bekommt durch das Felsgrab und durch den Rankenhieb ein bisschen Knockback hinein. Das ist ja an sich gar nicht mal so schlecht. Toll, jetzt ist dieser Sam auch wieder gestorben. Onix läuft gegen die Wand. Geil. Komm, weg mit dir. Komm schon, Alter. Mein Gott, ey. Oh Gott. Das ist wieder so ein Krimi. Das ist nicht mehr normal. Wieso ist Onix... Wieso ist Onix... Das macht keinen Sinn. Das macht absolut... Das macht gar keinen Sinn, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Nee. Also jetzt mal ehrlich. Das macht gar keinen Sinn, Mann. Wieso hat er so viel Schaden gefressen? Das macht keinen Sinn. Nee. Also, nee. Das macht keinen Sinn. Ah, egal, wir gehen halt dann schon mal hier in die 8. Welt rein. Weil wir auch hier natürlich einen guten Bonus bekommen durch den Bodentyp und so. Deswegen, Gönnung. Mein Gott, kann Hunas auch für mich so zu nerven wegen dem Speicherplatz, Mann. Ihr müsst wissen... Windows hat irgendwie eine dritte Festplatte erzeugt. Keine Ahnung warum, ob es jetzt wegen dem Update oder so war. Windows 10 ist halt eben so ein Mistprogramm. Keine Ahnung. Und ja, dann ging es halt los, dass der Speicher immer kleiner und kleiner und kleiner wurde. Und ja, das Lustige ist sogar, es ist eine Festplatte mit knapp 500 MB und die ist jetzt voll. Ich weiß nicht warum. Warum? Ich wollte nicht mal, dass eine dritte virtuelle Festplatte erzeugt wird. Was ist das denn? Das ist halt übelst unsinnig, ey. Keine Ahnung. Aber es nervt mich schon. Wir hätten gerade eben bei Giflor, wir hätten es schaffen können. Wir hätten es schaffen können. Nur, ich weiß nicht. Aufgrund dessen... ein Knuddelhof. Aufgrund dessen, dass das Onix gerade so viel einen Schaden gefressen hat, was absolut keinen Sinn ergibt. Ja, war Feierabend für uns. Und, oh nee, ey. Sag nicht, Knuddelhof kann Einschläfer oder sowas. Oh Gott, ey. Einschläfer. So wird die Attacke garantiert heißen, red uns keine dumme Sau. Egal, solange Onix und Raichu immer schon wach bleiben, alles easy. Ja, kommt doch heran, ihr Schweine. Kommen Sie doch. Wenn Sie sich trauen. Werdet ihr halt eben auch noch besiegt, ihr Lauchschädels. Komm ran jetzt. Sterben Sie. Und bei. Los, bei. Sehr gut. Und keiner meiner Pokémon ist gestorben. So lobe ich mir das doch, ja? Nur Bisasam, das Ding ist bei dem halt, ihr seht das hier, er macht so wenig Erfahrungspunkte. Wow. Das ist ja mal richtiges Schneckentempo. Egal, Bisasam bekommt von uns den Stein, auch wenn er nicht gut ist, aber egal. Hauptsache, er hat halt 200 Angriff mehr. Wir könnten sogar noch zwei weitere Herzsteine anlegen. Nur wir finden halt keine, ne? Das ist das Problem. Aber richtig krass, was wir hier für ein Brecher-Pokémon bekommen. Einfach so ein krasses Bisasam. Wir können sogar noch mit Bisasam tankiger werden als mit Onix. Ja? Es hat die Möglichkeit, noch irgendwie so 1700 Leben zu bekommen. Das ist heftig, Alter. Das ist einfach krass.
Okay, perfekt. Mhm. Ganz viele Nidorans. Ah! Weibliche und männliche von denen, ja. Aber ist mir egal. Wir werden trotzdem geschlachtet. Ey, warum ist... Ah, okay, ich wollte gerade sagen so... Ja, oder warte mal kurz. Wurde gerade eben ein Nidoran? Oder wurden die Nidorans gerade eben paralysiert? Ich glaube schon. Es sah ganz kurz so aus, als würde Besasam paralysiert werden. Was ist denn da los? So, und die nächsten. Los, Besasam. Rasiere sie mit dem Rankenhieb weg. Ja. Ja, aber wirklich, so eine KP-stehende Attacke wäre für Besasam so geil. Ha. Ich denke auch mal, ich werde so übelst offscreen trainieren müssen, damit Besasam irgendwie Level abgeht, weil... So, natürlich ist ein Level 60 Besasam übelst low, was das Sammeln von Erfahrungspunkten in diesem Bereich angeht. Ja. Aber egal, Alter, ist mir egal. Wir haben ein richtig gutes Besasam bekommen. Läuft bei mir. Und ein A-Bock. A-Bock! Ah! Da kann man auch schon mal schreien. Jawohl. Das Gute hier an dieser Welt ist, habe ich es schon erwähnt, der Bodentyp, der einem hier gute Vorteile bringt. Habe ich es schon mal erwähnt jetzt? Also das Ding ist, Welt 7 und 8 haben folgende Typenvorteile, ja? Welt 7 hat den Typ Gestein und Welt 8 hat den Typenvorteil Boden. Und das Ding ist, da Onyx Typ Boden und Typ Gestein ist, haben wir ja quasi doppelte Action. Und bye! Das heißt, wir können quasi in Welt 7 ganz gut durch und in Welt 8 ganz gut durchkommen. Das ist nice. Ach, bitte, ihr Besasam, ey, was ist los bei dir? Heilige Scheiße. Und wir können Besasam sogar diese beiden Steine geben. Ja, hallo. Moin. Ich weiß zwar nicht, ob... Ja. Ja, komm, nehmen wir so mit. Passt schon. Ich weiß zwar nicht, ob Besasam in der Form stärker ist als Tauboga. Das würde ich ganz gerne mal sehen. Ich finde aber 1800 KP, das ist schon heftig, ja. Liegt aber auch natürlich daran, dass Besasam so viele Härtesteine aufnehmen kann, ja. Das ist klar, meine Freunde. Also natürlich, der Angriff von Tauboga ist halt besser. So, circa ums Doppelte. Ja, ich würde sagen, das schenkt sich nicht viel, ne? Besasam ist halt eher der Tankigere, macht aber weniger Schaden. Und Tauboga ist halt eher so, naja. Der, mehr Schaden austeilende, ja? Vergleichen wir mal ganz kurz, punktemäßig. Ja, es schenkt sich nicht viel. So. Mit Besasam sind wir halt etwas stärker und ich denke, wenn wir dann noch Knospen und Besaflor bekommen, dann haben wir die Möglichkeit, richtig auf die Kacke zu hauen. Ja? So sieht's aus. Okay, ich würde sagen, das Level machen wir heute noch, oder? Jawohl. Ist doch nichts dabei, ist doch nichts dabei. So. Erstmal diverse Geo-Rocks wegbomben. Ich hasse es, wenn Onyx an irgendeiner Kante von irgendeiner Wand steht, so wird sein Felsgrab überhaupt nicht gezündet. So, es zündet dann in der Wand oder was. Und bye. Boah, fuck das ab. Mensch. Klar, ich könnte auch dieser Knosp oder ich könnte Besasam die guten Steine geben. Ja. Die wir gerade eben Tauboga angelegt haben, aber... ja, nein. Nein. Wir hätten natürlich auch warten können. Ja, also das Ding ist, es ist halt kritisch, wisst ihr?
Taboga steht kurz vor seiner Entwicklung zu Tauboss. Und da würde ich auch ganz gerne gucken, wie seine Werte da sind, so. Ja? Nach der Entwicklung. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so intelligent, ist mit dieser Samen rumzulaufen. Auch weil es natürlich sehr tanky ist und so und auch dann doch ziemlich gut Schaden erzeugt. Lol. Und moin! Und moin! Oh ja, ey, das ist so geil. Hat es gerade Schaden gemacht? Ich habe nicht gesehen, dass es Schaden gemacht hat. Also wieder mal das Felsgraf von Onix. Ja, wisst ihr was? Ich würde es echt sagen, so, keine Ahnung, wir packen Tauboga nochmal irgendwie ein. Versuche das zu Taubos zu entwickeln. Ah, ein Kangama! Ah! Wohl eher gesagt, ein Kangam. Ah! Wie, es kann auch Schaufler. Willst du mich abziehen, Alter? Du bist ein Normal-Pokémon. Setz gefälligst ab Normalattacken ein. So wie sich das gehört. Egal, auch du wirst schnell liegen, du Sau. Oder ist Kagama vielleicht nicht sogar vom Typ Boden? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, oder? Oh, oh, weg hier. Dieser Saar muss überleben. Hallo. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass die Verteidigungswerte von Bisasamen, sofern es in diesem Spiel Verteidigungswerte gibt, also. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel nur von KP und Angriff lebt. Ich glaube, es gibt sogar noch Verteidigungswerte und so, ja. Und diese Werte würde ich ganz gerne mal sehen, Alter. Jawohl. Okay, eine Wacker-Kraftstein. Aber gut, wisst ihr was? Ich würde echt sagen, komm, wir packen uns noch mal Taboga ein. Wir versuchen das irgendwie zu Taubos zu entwickeln, die nächsten Parts. Okay, das ist halt echt ein schwacher Kraftstein. Mit dem können wir nichts anfangen. So, aber Brudingus, ich würde sagen, ich beende den Part. Ich packe noch ganz kurz irgendwelche Zutaten in den Topf rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sehr wohl. Ja, moin.